In Stuttgart begrüße ich ganz herzlich die Bundesjustizministerin Katharina Barley. Schönen guten Abend nach Stuttgart. Guten Abend. Liebe Frau Barley, schön, dass Sie sich Zeit an diesem Tag zu diesem Thema nehmen. Sie fordern selbst eine Quote für den Bundestag, genauso wie Ihre Kabinettskollegin Giffey. Haben Sie den Glauben an eine Veränderung aufgegeben? Sehen wir jetzt gerade die Zwischenwahlen in den USA zum Beispiel, wo eine Rekordanzahl an weiblichen Kandidaten fürs Repräsentantenhaus kandidiert hat und eine Rekordanzahl an Frauen auch zu den Wahlurnen geeilt ist? Oder bedarf es da einer Person wie Donald Trump? Na, ich schaue mir die deutsche Geschichte an und da sieht man einfach, dass sich auf keinem Gebiet, weder in der Politik noch in der Wirtschaft noch zum Beispiel in der Forschung, so richtig was tut in Richtung echte Gleichstellung. Wir haben zwar auf dem Papier gleiche Rechte für die Frauen, aber bis es wirklich zu einer Parität kommt, da hat es bisher immer einer gesetzlichen Vorgabe bedurft. Ich hätte es auch lieber ohne, aber bisher haben wir es in Deutschland noch nicht ohne hinbekommen. Jetzt wird viel über diese Quote diskutiert, beispielsweise auch unter Frauen. Sie haben es selbst angesprochen. Frauen in Führungspositionen oder in Verantwortung sagen oft, eine Quote kann nicht helfen, weil es doch nur wieder eine Krücke ist und zeigt oder sagen wir mal offensichtlich macht, dass wir irgendwie doch das schwächere Geschlecht seien. Ganz im Gegenteil. Also ich glaube, wenn man sich anschaut, wo auch ziemlich große Katastrophen passieren, zum Beispiel in der Wirtschaft, dann sind das oft reine Männervereine, die das dann zu verantworten haben. Also ob das Ganze auch mit Lehman Sisters passiert wäre, die ganze Finanzkrise ist ja eine Frage, die schon mal aufgeworfen ist. Nein, ganz im Ernst, wir sehen einfach, dass gemischte Teams am besten arbeiten. Das wissen wir, das ist wissenschaftlich belegt. Wir brauchen einfach die verschiedenen Sichtweisen in der Politik. Und ich glaube, vielen Frauen ist es so gegangen, dass wir geglaubt haben, das geht in eine Richtung, es geht nach vorn. Mal schneller, mal langsamer, aber es geht nach vorn. Und die letzten Bundestagswahlen haben gezeigt, dass es ordentlich nach hinten gegangen ist. Also wir haben jetzt nur noch etwa 30% Frauenanteil. Das ist einfach deutlich zu wenig. Die Parteien im linken politischen Spektrum, die haben Quoten in den Parteien. Da funktioniert das auch. Da, wo es keine Quoten gibt, da gibt es auch nur Frauenanteile von zwischen 10 und 20%. Und das ist entschieden zu wenig. Sie haben die Parteien angesprochen. Gerade jetzt am Wochenende der Parteitag der Grünen in Leipzig, da wäre es beinahe nicht zur Debatte über die Digitalisierung gekommen, weil sich keine Frau auf der Rednerliste wiederfand. Da sprechen abwechselnd Männer und Frauen. Das kann aber doch auch nicht der Weisheitsletzter Schluss sein, oder? Also das ist, handhaben wir auch anders. Wir machen dann abwechselnd die Redeliste, aber wenn sich dann eben keine Frau mehr findet, dann diskutieren halt die weiter, die sich melden. Das finde ich auch in Ordnung. Jedenfalls in der Regel ist das so. Aber darum geht es am Ende auch nicht, sondern es geht um Macht. Ich glaube, das muss man auch ganz klar so benennen. Und Macht ist eben etwas, was man anstreben muss, aber Macht ist auch etwas, was von Strukturen abhängt. Und wir sehen das immer wieder. Wir haben es hier, ich bin jetzt gerade in Baden-Württemberg gesehen, da hatten eigentlich die CDU und die Grünen verabredet, das Wahlrecht zum Beispiel zu ändern. Die Schwarzen haben sich dann, also die CDU hat sich dann einfach geweigert. Die Grünen haben es dann hingenommen. Eigentlich hätte man hier einen großen Schritt tun können hin zu mehr Frauen im Parlament. Das ist dann wieder gescheitert. Immer wieder müssen Frauen sich entscheiden. So ist es Stand jetzt noch so. Da haben Sie als Familienministerin auch lange dran gearbeitet, zwischen Kind und Karriere beispielsweise. Ist die Politik, oder warum, muss ich fragen, ist die Politik da nicht schneller und entschiedener, da mehr Möglichkeiten zu finden? Woran liegt das? Am Ende ist es natürlich ein Stück weit eine private Lebensentscheidung, wie man sich sein Leben einteilt, wie man sich zwischen Vater und Mutter beispielsweise die Pflichten aufteilt. Wichtig ist nur, dass wir von der Politik aus und ich finde auch von der Wirtschaft aus ein Umfeld schaffen müssen, dass sowohl Männer als auch Frauen das Familienleben mit dem vereinbaren können, was sie sonst tun, ob sie einen Beruf in der Wirtschaft haben oder ob sie sich politisch aktiv zeigen. Denn davon profitieren natürlich Frauen, die dann freier sind, auch ihre Talente zu entfalten. Aber am Ende profitieren ja auch die Männer. Denn es ist auch für Männer eine Bereicherung, wenn sie nicht nur ein Rollenstereotyp zur Verfügung haben, sondern die ganze Bandbreite, aus dem sie auswählen können. Und eben nicht, wenn jemand dann gleich die Augenbrauen hochzieht, wenn sie sagen, sie wollen in Elternzeit gehen. Liebe Frau Barley, ich hoffe, da ist noch Hoffnung und glaube auch dran. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit heute Abend. Ich danke Ihnen.